Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie mit einem neuen Pilzefilm. Ja, wir befinden uns heute hier bei Belkenscheid im Sauerland, im märkischen Sauerland. Mit dabei haben wir die Rita, den Alexander und den Kevin, den wir gleich noch im Film sehen. Ja, dann wünschen wir uns mal ein fröhliches Trüff-Trüff. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit dem Film. Und dann geht's los. Viel Vergnügen mit dem Film. Ja, los geht's. Ja, hier sind auch Pfifferlinge, normale. Ja, das freut den kleinen Trüffel. Die Ausbeute wird. Ja. Also hier steht alles voller Trompetenpfifferlinge. Na, Trüffel? Und in dem Loch da oben, da kriege ich gerne mal eine Schnecke rein. Und das gibt dann zusätzliches Protein beim Zubereiten. Da spricht der Förster. Blasenbeimischung. Ja. Hält mir gut. Jo. Ja, komm, folg mir hoch. Das sind ein paar wunderbare Marönchen. Hast du da schön? Ja, Moment, doch. Hier finden wir gerade Semmelstoppelpilze. Wenn man den mal anschneidet. So. Wieder auf der Rückseite mit den Semmelstoppeln und mit den Stoppeln drauf. Also die haben weder Schwamm noch Lamellen, sondern so Nadeln, möchte ich mal sagen. Ein hervorragender Speisepilz. Den packen wir uns natürlich ins Körbchen. Ja, in die Sonne. Ja, hier ist ein flockenstieliger Hetzenröhrling, kleiner. Der wandert ebenso ins Körbchen. Hier an diesem Stoken sind Flemmlinge. Die gehören auch zu den nicht essbaren Pilzen. Ja, hier an einem Ufer stehen Schirmlinge. Ich vermute, es sind Safranschirmlinge. Aber ich werde sie stehen lassen, weil ich sie nicht mitnehmen möchte. Ein schlimmer Forstschädling ist der Hallimasch. Er gilt auch als Speisepilz, aber auch als Giftpilz. Hallimasch kommt von Hall im Arsch und wenn er nicht richtig zubereitet ist, kann er dazu führen, zu Durchfällen. Und deshalb lasse ich den auch stehen. An diesem Baumstumpf finde ich das erste Mal rauchblättrige Schwefelköpfe. Also die Kamera, die zeigt es. Die werde ich mir mitnehmen, weil das ein hervorragender Speisepilz ist. Im Gegensatz zum grünblättrigen. Es ist schön, wenn der Wald bedeckt ist mit Pilzen. Und hier haben wir nochmal eine Marone. Ne? Guck mal, Trüffelchen, guck mal hier, riech mal. Oh, Marönchen. Ja, die Rita hat jetzt hier einen Pilz entdeckt. Eine Marone. Ja, sieh mal. Nicht? Zeig mal eben den Stiel. Ja, guck mal, da ist keine einzige Made drin. Die kannst du so wegpacken. Ja, hallo Flöchen. Hä? Hast du wieder Trüffel gefunden? Aber hier steht alles voll. Also, wenn man hier durch den Wald guckt, man sieht Täublinge, Maronen, ja, Schleierlinge vor allem. Auch hier sehen wir wieder Trompetenpfifferlinge. Da steht auch wieder alles voll. Ja. Learning by doing. Muss ich mal gemacht haben. Das sind ein paar Flaschenboviste, die sind übrigens jung essbar. Ne, Maronen. Oh, es wird so langsam los, der Kerl. Verdammt, aber da geht ja Regen. So, dann würde ich sagen, wir beschließen die Aktion und gehen mal wieder auf den Weg und dann zurück. Nee, ich hoch da unten rum. Ah.
So Leute, dann beschließen wir das mal für heute. Aber wir haben gut gefunden. In der Hauptsache Kraterellen, Marmaronen, Hexenröhrlinge und Fichtenblutreizger sowie Semmelstoppelpilze. Ja, aber es sieht so super aus und die Leute hier, die Rita, der Kevin und der Alexander, ich mache sehr zufriedene Gesichter. Hat euch denn gefallen? Ja, war sehr schön. Super. Ja. Ja, da bleibt für mich nur zu sagen, viel Spaß mit diesem Film und trüff, trüff, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Charlie.